Ja, Hallöchen, auf meiner Hoteltestatur Service Wüste Hotels bin ich hier gerade in einem 5-Sterne-Hotel in Frankfurt. Hier gibt es sowas wie einen Staubsauger oder sollte da sein. Ich glaube, der ist gar nicht da. Mal gucken, ob er hier drin ist. Ach ja, hier drin ist er. Okay, da schläft er so vor sich hin. Jetzt frage ich mich natürlich einfach, wann die Mitarbeiter diesen Staubsauger ins Wasser lassen. Das frage ich mich natürlich. Und ich frage mich natürlich auch, ob man als Mitarbeiter nicht sieht, wenn ich hier entlang komme, dass hier lauter Kot am Boden ist. Bereits zertreten durch die Leute. Viel Spaß, wenn du da barfuß reintrittst. Und dass man als Mitarbeiter nicht so einmal um den Pool rumläuft, kann ich leider auch nicht ganz nachvollziehen, weil da müsste man einfach sehen, dass hier alles total verschissen ist, ja, von diesen Vögeln, die hier frei rumfliegen. Und das ist schon ein bisschen makaber, wenn man das hier so anschaut. Also das müsste ich doch einfach sehen als Mitarbeiter auch. Ich habe vorhin schon mal kurz einen Videoclip gedreht als General Manager. Würde ich halt auch einmal pro Tag oder wenigstens einmal die Woche mal durch meine Hütte laufen. Mal gucken, was im Argen liegt. Aber anscheinend gibt es hier Wichtigeres zu tun, anstatt hier die Sachen anzuschauen. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Und da frage ich mich natürlich auch ganz, ganz klar, was macht die Hygiene Frankfurt? Auch hier, wenn ich rüber schaue, ich bin vorhin mal kurz über den Rasen gelaufen, alles verschissen von den Vögeln. Und ich habe dann kurz die Dame vom Pool drauf angesprochen. Ja, wieso? Ja, das ist doch schön. Das ist doch Natur, die Vögelchen. Ja, natürlich ist das schön, wenn alles verschissen ist mit den Vögelchen, ja. Kann ich leider nicht nachvollziehen. Aber es ist halt wie immer wieder, es wird zu wenig geschult, es wird zu wenig drauf geachtet. Da hinten sind sie übrigens, die Vögelchen, ja, die hier überall rumscheißen. Tja, da bin ich manchmal gespannt. Da werde ich nochmal herkommen. Gehen wir mal hier kurz raus. So, hier sehen wir es auch. Alles voll mit Kot. Unglaublich. Hier voll alles verschissen. Und im Sommer liegen dann die Leute hier auf der Wiese. Tja, viel Spaß, ja. Weiß ich nicht. Kann ich leider nicht nachvollziehen. Das hängt mir echt alles ein bisschen zu hoch. Naja gut, vielleicht habe ich natürlich auch als Hoteltester ein anderes Wahrnehmungsempfinden, was Hygiene und Sauberkeit anbelangt. Vielleicht bin ich da auch zu pinkelig. Aber Sie können mir auch gerne, jetzt wo Sie diesen Videoclip gesehen haben, Sie können mir auch gerne einen Kommentar dazu schreiben, wie Sie das sehen, ja, ob Sie das anmachen würde, hier rumzulaufen und dann auch hier rumzuliegen im Sommer. Okay, hier auch der Weg wieder schön verschissen von den Viechern, ja. Okay, alles klar, da sind sie. In diesem Sinne, schönen Nachmittag, tschüss, bye bye, ihr Ernst Kramery von der Hoteltestatur.